Hi, freut mich, dass du wieder mit dabei bist. In diesem Video gucken wir uns lineare Gleichungssysteme an, bei denen das Verhältnis der Anzahl von Gleichungen und der Anzahl von Unbekannten variiert. Und wir gucken uns insbesondere an, wie hier die Lösungsmenge aussieht. Generell kann man sagen, dass es keine Regel dafür gibt. Das heißt also, du kannst nicht darauf, also aus der Info schließen, dass du genauso viele Unbekannte wie Gleichungen hast oder weniger Unbekannte als Gleichungen. Also nur aus dieser Info kannst du noch nicht schließen, wie die Lösungsmenge aussehen wird. Genau, also das nur mal ganz allgemein. Ich habe jetzt mal drei Beispiele noch mitgebracht. Wir haben hier zum einen lineares Gleichungssystem, das weniger Gleichungen als Unbekannte hat. Das könnte dann beispielsweise so aussehen. Wir haben vier Unbekannte, x1, x2, x3 und x4. Wir haben nur zwei Gleichungen. In diesem Fall hat dieses lineare Gleichungssystem unendlich viele Lösungen. Eine Lösung wäre beispielsweise 1, 1, minus 2 und 1. Dann gibt es den klassischen Fall, dass das lineare Gleichungssystem genauso viele Gleichungen wie Unbekannte hat. Wir haben hier die Unbekannten x1, x2 und x3, also drei Stück. Wir haben drei Gleichungen und in diesem Fall hat das LGS genau eine einzige Lösung, die aus dem Tripel mit den Zahlen 16, 3 und 2 besteht. Du weißt, es gibt aber auch solche Gleichungssysteme, also die genauso viele Gleichungen wie Unbekannte haben, bei denen es gar keine Lösung gibt oder unendlich viele Lösungen. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Dann gibt es lineare Gleichungssysteme, die aus mehr Gleichungen bestehen, als sie Unbekannte haben. Beispielsweise das hier. Wir haben zwei Unbekannte, x1 und x2. Wir haben aber drei Gleichungen. In diesem Fall hier, also bei diesem Beispiel, ist die Lösungsmenge leer. Genau, ganz wichtig ist aber, das sind jetzt nur einzelne Beispiele, es könnten auch andere Fälle auftreten. Wie gesagt, du kannst aus dem Verhältnis Anzahl Gleichungen, Anzahl Unbekannte erstmal noch nicht direkt ablesen, wie die Lösungsmenge aussieht, beziehungsweise ob es eine Lösung gibt in endlich viele oder gar keine. Genau, das war's ganz kurz dazu. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und dass du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dann!